Nick, danke, dass du Zeit nimmst. Fokus liegt sicher schon voll auf Samstag. Trotzdem ein Wort, ein Satz vielleicht noch zum Mittwoch. Bitteres Cup-Out gegen Stripfing. Hast du schon Erklärung, wie das passieren konnte? Du hast ja nicht einmal einen Ball zum Halten gehabt eigentlich. Extrem bitter, jetzt über die Nacht auch viel überlegt, viele Gedanken gehabt, aber ja, es hilft alles nichts mehr. Jetzt werden wir das abhaken, haben wir schon abgehackt und jetzt gilt der volle Fokus auf Samstag. Genau, vor diesem Spiel am Mittwoch 10 Spiele ohne Niederlage, davon 7 Siege, da will man sicher anknüpfen, aber Sturm, glaube ich, auch heuer wieder ein ganz, ganz starker Gegner. Wie schätzt du die Mannschaft von Christian Ilz ein? Ich glaube jetzt mit dem Sieg über Salzburg, den 5:0-Sieg, sind sie einmal da, wo sie mal letzte Saison waren, richtig starker Gegner. Letzte Saison, diese Saison auch schon richtig gute Spiele absolviert. Wieder ein richtiger harter Brocken für uns, aber ich bin guter Dinge. Ja, ihr habt es ja auch bewiesen, ich glaube, es war erste Runde sogar mit dem Heimsieg gegen Sturm, dass man die Blackies auch als Grün-Weiße gut packen kann. Was könnt ihr Positives aus diesem Spiel mitnehmen oder ist das einfach schon längst abgehakt und Vergangenheit? Ja, ist Vergangenheit, aber ich glaube, man hat schon gesehen, dass wir Sturm schlagen können. Ich glaube, das kann uns auch Selbstvertrauen geben. Nichtsdestotrotz, glaube ich, brauchen wir trotzdem eine richtig, richtig gute Leistung, eine Top-Leistung, damit wir dort punkten können. Es ist innerhalb von einer Woche das zweite Mal, dass wir in Graz gastieren. Wie gesagt, Sturm wahrscheinlich noch ein anderes Kaliber als der GAK. Für dich trotzdem immer noch eine besondere Reise. Wie viele wissen, dein allererstes Spiel bei den Profis war gegen Sturm in Graz. Ja, ich habe mir gestern auch schon überlegt, wie viele Spiele ich eigentlich schon gegen Sturm absolviert habe. Ich glaube, mit Sicherheit die meisten im Cup, im Meister-Playoff, im Grunddurchgang. Waren schon viele schöne, aber auch nicht so schöne Ereignisse dort. Ich hoffe, dass am Samstag wieder ein schöner Moment da sein wird. Allerletzte Frage. Du bist zwar noch sehr, sehr jung, gerade für einen Torhüter, aber schon weit über 100 Pflichtspiele. Ich glaube, 116 sind es genau, wenn ich es recht im Kopf habe. Nimmst du da jetzt auch eine Rolle wahr, dass man zum Beispiel so junge Spieler, die gestern da diesen großen Rückschlag hinnehmen, müsste wieder ein bisschen aufbaut? Ist das jetzt auch was, wo du schon noch vorangehst oder hast du auch gestern die Kapitänsschleife gehabt? Ich versuche es zumindest. Ich glaube trotzdem, dass wir eine sehr erfahrene Truppe sind, auch wenn wir viele Spieler haben, die noch sehr jung sind, aber auch einen guten Mix haben. Und natürlich versuche ich dann mit meiner gewissen Erfahrung, die ich vielleicht habe mit 100 Spielen, den Jungen weiterzugeben. Aber es war trotzdem nur ein Fußballspiel. Das muss den Jungen auch bewusst sein. Und von dem her geht es jetzt weiter. Dann vielen Dank, Niklas. Gute Vorbereitung und alles Gute am Samstag in Graz auf einen Auswärtssieg, wenn es alles perfekt läuft. Danke. Trainer, der Fokus geht natürlich schon ganz klar Richtung Samstag. Beim Tabellenführer sind wir trotzdem gestartet. Noch ein Wort zum Cup-Ausscheiden. Wie hast du das verdaut? Wie arbeitet man das auf? Wie baut man seine Truppe wieder auf? Ja, wir haben mit der Mannschaft das natürlich thematisiert, haben darüber gesprochen, dass es uns wehtut, dass es auch uns nicht passieren darf. Das ist klar, dass wir da natürlich weiterkommen wollten und dementsprechend jetzt auch für uns die Chance nicht mehr erhalten haben, einen Cup zu holen. Das tut weh, das schmerzt. Jetzt ist trotzdem wichtig, dass wir den Fokus wieder auf die Liga legen. Das wäre unabhängig davon auch passiert. Deswegen ab heute ist Fokus Sturm Graz. Wie wollen wir dort bestehen? Wir wollen ein gutes Spiel machen. Wir wollen einfach weiter in der Liga auch unsere Punkte sammeln. Und deswegen geht es ab heute schon wieder mit Blick nach vorn. Das ist ja schon das zweite Duell gegen den regierenden Meister und Cupsieger in dieser Saison. Das erste ist sehr erfreulich geendet. Was kann man von dem Sieg in der ersten Runde mitnehmen oder ist das schon wieder viel zu lange vorbei und viel zu viel passiert dazwischen? Ja, seitdem waren schon wieder einige Spiele. Ich glaube, Sturm ist auch in einer anderen Verfassung als damals. Sie haben sich stabilisiert, sie sind gut reingekommen, sie sind jetzt auch Tabellenführer, haben ihre Spiele gewonnen und deswegen erwartet uns, glaube ich, jetzt auch eine andere Mannschaft. Es ist auswärts, aber auch wir haben ein paar Veränderungen beziehungsweise auch ein paar Dinge seitdem sind passiert bei uns und deswegen glaube ich schon, dass es eher ein neues Spiel wird. Wir werden uns gut fokussieren, gut vorbereiten und dann werden wir frohen Mutes dahin fahren. Worte zu deiner, zu unserer Mannschaft. Das Selbstvertrauen muss ja eigentlich sehr, sehr groß gewesen sein, zumindest bis Mittwoch. Die letzten 10 Spiele, 7 gewonnen, 3 unentschieden. Hast du den Eindruck, dass es einen Knacks hinterlassen hat oder geht sowieso nur mehr volle Fokus Richtung Auswärts-Sieg-Mission? Ja, ganz sicher kann man sich da natürlich nie sein, so eine Niederlage schmerzt und natürlich nimmt es ja auch etwas Selbstvertrauen. Jetzt gilt es daran, das wieder aufzubauen, auch den Jungs zu zeigen, warum haben wir die Spiele vorher gewonnen und nicht, dass wir sie zufällig oder mit Glück, sondern was haben wir gemacht? Wir haben hart gearbeitet, wir waren fleißig, wir haben bestimmte Dinge umgesetzt. Genau darum geht es dann auch wieder am Samstag, das zu tun. Deswegen glaube ich, dass wir da wieder die richtigen Maßnahmen finden werden. Wie schaut es generell beim Personal aus? Du hast ja in den letzten Wochen immer wieder auf Spieler verzichten müssen. Gibt es da bei manchen Licht am Ende des Tunnels, wenn man so schön sagt? Ja, es geht in die richtige Richtung. Also die Jungs, die jetzt länger fehlen, der Tobi Borkai, Isaac Jansson, Momo,
Oswald, Ryan Maillet, das geht alles Richtung Länderspielpause, dass sie dort dann wieder einsteigen, teilweise davor, teilweise in der Länderspielpause und zur Verfügung stehen. Und dann werden wir dann schauen, wer wie weit ist, wer dann auch schon wieder ein Kandidat ist, um zu spielen. Aber jetzt die nächste Woche, die jetzt noch ansteht, werden wir noch ohne die bestreiten müssen. Das heißt, der Kader bleibt so unverändert zu dem, was wir jetzt die letzten Woche hatten. Weißt du, hebst einzelne Spieler immer sehr ungern heraus. Trotzdem, Dion Bellio hat in den letzten Wochen wie am Fließband getroffen, viele wichtige Tore geschossen. Gestern hat die Latte den wichtigen Ausgleich verhindert. Ist er nach wie vor ein besonders torgefährlicher und guter Verfassung? Ja, er ist gut drauf. Das hat man auch gestern nach seiner Einwechslung gesehen, dass er dann direkt auch wieder für Gefahr gesorgt hat. Hat ein gutes Gefühl gerade für die Räume und hoffen natürlich auch, dass er dann am Samstag da anknüpft. Letztes Wort noch einmal zum Gegner. Sturm Graz hat große Erfolge gefeiert letzte Saison. Jetzt auch schwierige Zeit, weil zwei Schlüsselspieler fehlen. Trotzdem Tabellenführer. Hast du sie wieder so souverän erwartet oder ist das für dich eigentlich wie erwartet? Ja, ich glaube schon, dass sie einfach von der Mannschaft her ja fast komplett zusammengeblieben sind, so wie vom letzten Jahr. Haben auch wieder ein, zwei gute Transfers noch gemacht, konnten die Ausfälle gut kompensieren, haben sich reingearbeitet in die Saison und gehen auch mit der Doppelbelastung ganz gut um. Und deswegen ist es schon auch wieder ganz klar Titelfavorit. Wie letztes Jahr sind sie auch voll mit oben dabei. Aber ich glaube, dass wir auch gezeigt haben, jetzt nach 11 Runden, jeder hat gegen jeden gespielt, dass wir uns nicht verstecken müssen, dass wir da mithalten können und dass wir das auch am Samstag tun wollen. So, vielen Dank, wünsche noch eine gute und, wie sagt man so schön, komplikationslose Vorbereitung auf Samstag. Und nächste Woche geht es ja für uns dann auch schon wieder weiter im Europacup, erstmals nach Moldau. Vielen Dank. Micky, danke, dass du dir kurz Zeit nimmst. Gestern für uns Rapidler am Mittwochabend, bitterer Abend in deiner alten Heimat auf der Hohen Warte. Cup-Out gegen Stripfing. Kannst du uns schon erklären, wie das zustande kam? Ja, schon sehr enttäuschend. Natürlich ist eh klar, jetzt nach dem Spiel, wenn man nicht weiterkommt gegen einen Zweitligisten. Aber ich glaube, wir haben ein gutes Spiel gemacht. Wir haben vielleicht ein bisschen zu wenig zielstrebig gestern gespielt, die Bälle in die Box, um Chancen zu kreieren. Sind trotzdem verdient 1-0 in Führung gegangen, haben 70% Ballbesitz gehabt, aber Ballbesitz allein bringt halt nichts. Sind dann sehr unglücklich zu dem Gegentor gekommen mit dem 1-1 und dann auch eigentlich ein unglückliches 2-1. Klar muss man die Leistung analysieren. Insgesamt war es jetzt nicht so schlecht, aber es ist ein K.O.-Spiel, wo wir jetzt nicht weitergekommen sind und klar ist man da enttäuscht. Trainer hat sich schon vor dem Spiel angekündigt, dass er wirklich viel wechseln wird. Es ist ein mehr als dichtes Programm jetzt bis zur nächsten Länderspielpause wieder. Ich nehme an, das hast auch du sehr nachvollziehen können. Ja, absolut. Am Ende hat man gesehen, seit dem Alltagsspiel, dass wir haben halt immer versucht, die gleichen Spieler spielen zu lassen, auch zu Recht, weil sie gute Leistungen geboten haben davor und weil es auch den Erfolg gebracht hat und die Spiele auch gewonnen wurden. Man hat aber trotzdem gesehen, in den letzten Spielen seit Alltag, dass wir schon Energie lassen, dass wir nicht mehr so griffig sind, so spritzig sind, vielleicht wie davor und die Leistungen so abrufen können. Und deswegen haben wir gestern rotiert. Das ist ja nicht nur deswegen, dass man wem Spielern Pause gibt, sondern auch um anderen Spielminuten zu geben. Das war auch wichtig. Hätten wir gestern 1-0 gewonnen, hätten wir darüber gar nicht gesprochen. Und somit ist das absolut zu verstehen und auch wichtig für die weiteren Spiele. Jetzt geht es am Samstag gleich weiter mit einem echten Kracher beim Tabellenführer, regierenden Meister und Cupsieger Sturm. Hat das Match vom Mittwoch da irgendwelche Auswirkungen oder ist das einfach ganz andere Bewerbung, wer noch wieder mit ganz anderer Mannschaft spielen? Heute ist man enttäuscht. Gestern war man natürlich enttäuscht nach dem Spiel, aber man muss das abhaken. Es hilft nichts. Man muss nach vorne schauen. Wir haben ein ganz wichtiges Spiel jetzt am Wochenende. Wir sind unglaublich gut unterwegs. Das lassen wir uns jetzt auch nicht nehmen, nur weil wir jetzt gegen Stripfing ausgeschieden sind oder unentschieden gegen ein GAK spielt. Wir haben tolle Spiele gemacht in der Saison. Wir haben Sturm schon auch geschlagen, auch schon geschlagen in der ersten Runde zu Hause. Und somit freue ich mich auf das Spiel und sicher ein ganz neues, anderes Spiel werden, wo wir überzeugt sind, dass wir das auch gewinnen können. Du hast ja schon gesagt, das erste Saisonduell gegen Sturm gewonnen. Generell eine Einschätzung von dir zum Gegner. Bist du überrascht, dass die Grazer auch jetzt nach diesen großen Erfolgen wieder auf Platz 1 von der Tabelle herunter grüßen? Oder war das doch zu erwarten, weil sie einfach eine gute Truppe stellen? Ich glaube, man kann das Spiel an sich nicht vergleichen und den Zeitpunkt. Im Fußball geht es immer um Zeitpunkte auch, wie ist die Mannschaft auch in Form. Damals war es so, dass wir den Vorteil hatten, dass wir schon Pflichtspiele hatten in Beinen. Das war sicher ein Vorteil. Ich glaube, der Sturm schwer in die Meisterschaft gekommen ist, obwohl sie dann noch die Punkte gemacht haben. Aber jetzt wirklich hervorragend Fußball wieder spielt und in einer guten Form ist. Wieder spannendes Spiel werden. Wir haben bewiesen aber schon, dass wir sie schlagen können. Das war in der ersten Runde. Deswegen freue ich mich auf das Spiel, weil es wirklich eine offene Partie ist.
Dann sage ich vielen Dank, wünschen wir uns alle gemeinsam eine gute Vorbereitung noch und hoffentlich 3 Punkte in der Steiermark. Ja, schauen wir. Danke.